Arbeiter sind sowieso abgehärten, sage ich immer. Und ja, körperlich fit ist natürlich klar als Voraussetzung. Und da kommt uns natürlich hitzefrei sehr entgegen, wenn man dann sagt, okay, um 1, 2 dann wirklich bei so hohen Temperaturen einfach die Arbeiten zum Einstellen hin. Wir haben jetzt schon gehört, viel trinken, Sonnencreme, ist das für euch wichtig? Ja, ja, ist eigentlich, wie gesagt, jeder sagt, Bauarbeiter braucht keine Sonnencreme, aber das hat sich in den letzten Jahren natürlich sehr wohl gewandt, weil natürlich jeder für seine Gesundheit trotzdem einfach Augenmerk drauf legt und ja, Sonnencreme, Brühen, Schutzbrühen macht schon was her. Und die Wasserflasche immer? Ja, ja, genau, wie gesagt, das ist ja da, was sich halt im Jahre der Zeit eigentlich unglaublich gewandt hat. Wie gesagt, früher sind ja ein bisschen verpönt gewesen, die Baustellengeschichten, sage ich mal, wo ich gesagt habe, und heute gibt es halt nur mehr Wasser. Mhm. Kannst du dich nur vielleicht an ein paar Situationen erinnern, wo es mal besonders heiß war? Gerade der letzte Sommer, im letzten Jahr zum Beispiel, war es sehr viel heiße Tage. Letztes Jahr haben wir sehr viele Sonnentage eigentlich gehabt. Ja, wie gesagt, wir haben halt da das Zeitfenster ein bisschen verschoben, wo man eigentlich dann vielleicht auch schon um 6 in der Früh zum Arbeiten anfängt. Oder halt dann auf 4 Uhr Nachmittag die Arbeiten einstellt. Und ja, einfach der Tagesablauf halt einfach so plant, dass eigentlich dann in diese Hitzetage ein bisschen früher eben Schluss wird. Wie wir zum Beispiel heute, wo man eben den Betoniertakt, wenn es geht, eher noch vor verschieben oder muss man eben Vortag natürlich dementsprechend drauf haben, dass man dieses Zeitfenster schafft für den früheren Betonierabschnitt. Aber wie gesagt, für heute ist es uns gelungen.